Hallo, was waren Sachen? Willkommen zum neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Heute machen wir uns ein Master Material, aus dem wir in Sanden ziehen können. Im letzten Tutorial haben wir uns ja die drei Basis Materials angesehen, die wir brauchen. Und jetzt machen wir das alles nochmal eine Schippe effizienter, indem wir das halt einfach für die Unreal Engine an sich halt entspannter zum Berechnen machen. Und auch für uns, dass wir das halt on the fly sehr schnell und einfach halt extra bearbeiten können. Wie ich das meine, werdet ihr wahrscheinlich jetzt im Laufe des Tutorials besser sehen können. Man sieht es halt besser, wie wenn man das erklären könnte. Für dieses Tutorial werden wir uns jetzt erstmal auf den opaken Shader beziehen, aber das, was ich euch zeige, könnt ihr halt auch für jeden anderen Shader benutzen. Aber bevor wir uns hier halt lange festquatschen, wechseln wir einfach mal in die Unreal Engine und ich zeige euch, wie ein Master Material funktioniert oder vielmehr, wie die Instanz funktioniert und dann, wie man sie halt erstellt. So dann, bis gleich. So, das ist unser Ziel für heute. Wir wollen ein Master erstellen, aus dem wir halt Instanzen ziehen können. Das ist so eine besagte Instanz. Damit können wir sehr schnell und einfach halt mit Materialien bearbeiten. Wir können sagen, okay, ich möchte generell austauschen. Nehmen wir jetzt einfach mal, okay, ich packe hier die Steine rein. Zack, zack. Schon habe ich aus meinem Holz einen Stein gemacht. Ich kann sagen, okay, ich finde die Farbe nicht so geil. Ich mache da eine andere Farbe rein. Oder auch, ja, ich mache es jetzt, die Waffen, das passe ich an. Ist jetzt bei der Beleuchtung ein bisschen schwer zu sehen. Wie sieht man es besser? Ist doch sehr shiny geworden. Ja, Roughness funktioniert nur bei guter Beleuchtung gut. Ja, oder ich kann sagen, okay, ich ändere ja meine Größe meiner Textur. Ja, ein bisschen übertrieben, so Pixelmatsch. Ja, und das werden wir jetzt alles zusammen selber machen. Ist einfach eine super Sache für euch. Ihr könnt halt sehr schnell viel anpassen und einfach alles anpassen. Auch für die Engine ist es halt optimierter und halt einfacher zu verarbeiten. So, und dann würde ich sagen, fangen wir damit an. So, nachdem wir gesehen haben, was unser Master und unsere Instanz halt alles Tolles tun können, wollen wir sie halt selbst erstellen. Brauchen wir erstmal ein Material, das wir Master nennen. Wir können das natürlich nennen, wie ihr wollt, aber es ist halt sinnvoll, wenn man den Master Master nennt, damit man weiß, was er tut. Doppelklick. Und dann schon haben wir ihn offen. Ich benutze hier einfach verschiedene kleine Texturen als Basis. Die lassen sich im Nachhinein ändern. Einfach um Performance zu sparen, habe ich hier halt einfach ja, verschiedene Farben in ein 4x4 Pixel große. Ja. Generell bei Master solltet ihr immer basismäßig mit sehr, sehr simplen, einfachen Texturen machen. Jetzt halt einfarbig in dem Fall. Ich habe sie 4x4 Pixel breit. Das reicht vollkommen aus. In der Instanz können wir diese eh austauschen und die Größe oder die Auflösung passt sich dann halt auch an unsere Textur an. Das ist nicht das Problem. Einfach nur, wenn ihr hier viel Detail drin habt, ja, kann das Werte verfälschen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine schöne, cleane Sache haben. Bei der Base Color nehme ich halt meistens ein Grau und ein helles Grau, weil das reine Weiß, das lenkt mich persönlich ab, aber ein Grau ist auch okay. Versucht es ein bisschen heller zu machen. So, und dann halt für die Normal Map dieses Normal Map Blau. Wenn ihr die Werte nicht genau wisst für dieses Normal Map Blau, ihr könnt es einfach googeln und euch da halt was rausziehen und einfach in die passende Größe skalieren. Ist jetzt nicht das Problem. Für Ambient, Metallic und Roughness habe ich jetzt die gepackte Textur genommen, einfach, dass wir die auch drin haben. Die Ambient ist weiß, die Roughness habe ich auf 0, also auf eine Mittelgrau auf 0,5 gemacht und die Metallic ist auf schwarz. Ja, so, das sind alle Texturen, die wir fürs Tutorial erstmal brauchen. Das, was ich euch mit diesen Texturen zeige, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel halt für die Opacity benutzen oder für die Massive benutzen. Es ist halt vom Prinzip alles das Gleiche. So, fangen wir mit dem Einfachsten an. Die Textur an sich, die wollen wir nicht bearbeiten, die wollen wir nur ändern. Also packe ich sie nur in die Normal, klicke drauf, sage Convert to Parameter. Damit geben halt die Info an unsere Instanz weiter, okay, das ist ein Parameter, der soll verändert werden. In dem Fall bei einer Textur, dass wir sie austauschen können. Ja, ich nenne sie jetzt Normal, einfach nur um Überblick zu schaffen, weil wenn alles Parameter hat, hat man damit keinen Plan mehr, was was tut. Wir können hier, um ein bisschen Ordnung zu schaffen, eine Gruppe einfügen. Noch ist keine drinne. Wir nennen es einfach Normal. Wird gleich ein bisschen wichtiger. Bei der Normal wollen wir nichts verändern, da haben wir jetzt nur diese eine Node drin. Gibt auch Möglichkeiten, eine Normal zu verändern, aber es ist halt ein bisschen komplexer, werden wir jetzt hier nicht ja, vornehmen. Wir fangen an mit unserer Base Color. Wir haben ja gesehen, wir können die Farbe unserer Base Color verändern. Das funktioniert ja nicht, wenn wir die einfach so reinfädeln. Da können wir keine Farbe verändern. Wir brauchen jetzt eine Node, die das kann. Der ein oder andere, der halt Photoshop oder Krita oder sonst was benutzt, gibt. Kennt es bestimmt, dass man Layer-Effekte nutzen kann, indem man einfach verschiedene Farben übereinander legen kann. Sowas gibt es hier auch, sowas können wir basteln.
Ja, nennt sich genau wie in Photoshop auch Multiply. Einfach mal einen Rechtsklick. Es geht eine Suchleiste auf mit allen Notes, die es gibt. Und dann tippen wir einfach mal Multiply ein. Zack, da ist er. Ja, das mal ein bisschen höher. Ich mache es immer so, dass ich meine Textur immer in A packe und verbinde. So, und hier haben wir jetzt noch unsere zweite Note, die wir halt mischen können. Wer im letzten Tutorial aufgepasst hat, weiß, welche Note uns Farbe gibt. Der Konstantvektor 3, also einmal 3, Linksklick, zack, da ist er. Den fehlen wir da unten ein. Und momentan ist der schwarz, was ja sehr unpraktisch ist, weil wenn man den Multiply-Shader nutzt, wird ja alles übereinander gelegt und schwarz macht dann halt alles, ja, schwarz, dunkel. Für den Master sollten wir erstmal auf weiß gehen, dass wir einfach dann halt ja, eine unverfälschte Farbe kriegen. Wir können sie dann später in der Instanz verfälschen oder einfärben. So, haben wir das jetzt schon mal aufgesetzt. Wir gehen hier hin, auch hier. Convert to Parameter. Nur Base Color. Und hier Convert to Parameter. Anpass. Anpassung Base Color. Und hier fügen wir auch wieder Gruppen ein. Nehmen wir mal Farbe. Dann packe ich auf Platz 0. Ja. In der Engine fängt man halt immer bei 0 an. Es fängt immer bei 0 an zu zählen, nicht bei 1. Dann gebe ich wieder auf Farbe und du bist Wert 1. So. Einen Schritt weiter runter. Rot ist Ambient Occlusion. Die wollen wir nicht anpassen. Die packe ich auch wie unsere Normal einfach rein. Auch die Metallic werde ich nicht extra anpassen. Die regel ich über die gepackte Textur. Ich möchte tatsächlich nur die Roughness anpassen. Da brauchen wir auch wieder Multiply. Jetzt gibt es einen Shortcut. M, Linksklick, zack, Multiply. Dann packe ich den da rein. So, hier machen wir quasi das gleiche wie bei der Base Color, nur halt keine Farbe, weil die Roughness funktioniert nicht mit Farbe, die funktioniert mit dem Grayscale, also brauchen wir den Constant Vector 1. Da ist er auch schon. Einmal 1 und links. Und das kommt in die Roughness. Zack. Und dann natürlich auch wieder hier. Convert to Parameter. Nenne ich Pack. Und hier Convert to Parameter. Anpassung Roughness. Anpassung Roughness. So. Hier würde ich immer Default Value bei 1 machen. Weil sonst wäre das doch sehr, sehr shiny. Und 1 ist halt weiß. Und Multiply mit weiß ist halt erstmal keine Veränderung. Das ganze Gedöns wird gespeichert. So. Das ist jetzt die Basis. Das testen wir jetzt erstmal. So, wir gehen hin. Create Material Instance. Wir nennen sie jetzt einfach Material Instance. Packen sie da drauf. Momentan noch nicht spannend, weil ja, der Master an sich ist halt sehr unspannend. Ist auch mit Absicht so. Wie gesagt, ich hätte ja gesagt, wir machen es simpel. Es ist ein ja, grauer Klumpen. So, wir gehen in unsere Instanz. Doppelklick. Momentan sind, wie ihr seht, noch die normalen Sachen drauf, die wir halt auch in unserem Master benutzt haben. Die wollen wir jetzt ändern. Dazu müssen wir die erstmal alle anklicken. Zack, zack und zack. Und wir hatten ja einen Holzboden drin. Ach, da ist auch direkt die Base Color, die Normal und die gepackte. Und schon sieht man, 1A funktioniert, wie es soll. Können wir die auch anpassen? Jep, funktioniert. Machen wir, ja, vielleicht ein bisschen dunkler, so also ein dunkles Holz. Okay. So, Normal können wir nicht anpassen, aber unsere Roughness. Momentan sehr matt, also müssen wir runter. In Unreal Engine 5 kann es sein, dass das ein bisschen hakt. Den sieht man schon, ist doch schon gut shiny geworden. Na, hier noch nicht so. Doch. Wenn man den richtigen Winkel hat, sieht man das. So. Oh, ich habe auf 0. Machen wir mal auf 1. Okay, soweit funktioniert es ja schon ganz gut. So, in unserem Vorführmaterial, was ich euch am Anfang gezeigt habe, hatten wir noch ein anderes cooles Feature. Es war eine Tileable Texture. Man konnte halt unsere Textur
auf dem Mesh direkt skalieren. So, und wollen wir das jetzt auch erstellen? So, ich werde jetzt einfach eine einfache Version machen, indem wir halt alles zusammenfügen und alles über einen Regler regeln. Ihr könnt das natürlich auch abwandeln und sagen, okay, ich mache das zweimal und packe eine Sache an die Roughness und eine an die Base Color, dass ich halt das getrennt voneinander größer und kleiner ziehen kann. So, vom Prinzip her läuft das alles das Gleiche. Wir brauchen erstmal ein paar Nodes. Wir brauchen erstmal eine neue Node, die sich nennt Texture Coordinate. Dann brauchen wir wieder einen Multiply und einen Vector 1. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Texture Coordinate in A. Das hier kommt in B. Und die hier kommt in UVs. Ihr werdet sehen, nicht jede Node hat UVs. Das hier könntet ihr nicht verändern. Zumal, da gibt es halt nichts zu verändern, weil es halt einfarbig ist. Sie hat keine UVs, weil es halt generell immer nur eine Farbe. So viel dazu. Dann haben wir hier einfach mal den Wert 1. Das Einzige, was wir hier ändern wollen, ist unser Vektor 1. Konvertor-Parameter. Und dann das nennen wir Tileable. Und dann speichern wir auch. Wie ihr seht, ist es halt wirklich kein Hexenwerk. Das kriegt man so hin. So, gehen wir in unsere Instanz. Optisch hat sich jetzt hier erstmal noch nichts verändert, weil wir haben ja den Wert 1 drin. Und wenn wir den jetzt einfach höher skalieren, wird es kleiner. Also unsere Dinge werden kleiner. Und wenn wir runtergehen, werden unsere Fugen größer. Oder unsere Bretter größer. So, tada! Tileable Texture. Innerhalb von einer Minute oder so. Ja, vielleicht auch nicht. 1A Geschichte. Und das Coole an solchen Sachen ist, wir können so viele Instanzen ziehen, wie wir wollen. Wenn wir hingehen und ziehen halt nochmal eine Instanz, Create Material Instance, können wir sagen, okay, ich will jetzt hier keinen Holzboden drin haben, ich packe hier was anderes rein. Könnt ihr den gleichen Material Instance nutzen, weil ihr seht, er ist direkt wieder die Basis. Es nimmt immer die Basis, die wir haben, und ihr könnt zig Dinger draus machen. Ja, das arbeitet natürlich wesentlich einfacher, indem ihr halt nicht immer alles direkt aufsetzen müsst. Ihr tauscht halt verschiedene Sachen aus, die ihr einfach austauschen möchtet. Auch für die Engine an sich ist es halt wesentlich entspannter zu rechnen, weil es Instanzen sind halt einfacher zu bearbeiten. Lassen wir es einfach dabei. Die Engine muss nicht so viel rechnen, es geht alles ein bisschen weniger Performance. Gehen wir einfach mal den Starter-Content und gucken da mal uns Texturen an. Was hat man das letzte Mal genommen? Ich glaube auch die Brick Clays oder so. Ach egal, wir nehmen jetzt einfach die. Es ist ja nur für Vorführen. So, das bisschen blöde jetzt am Starter-Content ist, die haben halt keine gepackten Texturen, sondern Einzel-Roughness. Das ist aber jetzt auch nicht so das Problem, wenn ihr sagt, okay, ich arbeite eh nicht mit gepackten Texturen, dass ihr es einfach anders da aufsetzt, indem ihr einfach sagt, okay, dann brauche ich mir keine gepackte Textur machen. Dann mache ich mir den Kreppes hier einfach direkt, ja, direkt über die Roughness. Und lass es halt dann so. Ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, funktioniert genauso gut. Ihr müsst dann halt bei Metallic und eventuell bei der Ambient halt nochmal weitere Notes hinzufügen, aber alles kein Problem. Ja, ich packe aber meine gepackte Datei rein, weil ich arbeite halt mit gepackten Datei. Ihr dürft das für euch entscheiden. Auch wenn ihr sagt, okay, die Base Color und die Roughness möchte ich getrennt voneinander größer und kleiner machen, könnt ihr das auch machen, indem ihr einfach das hier einfach STRG-C, STRG-V und sagt, okay, so, jetzt habt ihr zweimal, jetzt habt ihr es getrennt. Solltet ihr vielleicht nur ein bisschen umbenennen, dass das sagt Tileable Base Color, Tileable Roughness. So, da könnt ihr kreativ werden, wie ihr halt euer Material aufsetzt und auch je nachdem, was ihr braucht. Generell gilt halt, wie ihr so ein Master oder generell Material aufbaut, liegt auch an dem Projekt oder was ihr braucht. Wenn ihr sagen, okay, ich brauche jetzt halt unbedingt doch die Emissive Color, ich habe sehr viele Emissive drin, entweder baue ich mir einen eigenen Emissive Master oder ich baue den hier mit dazu und mache dann halt das, was ich jetzt bei der Base Color zum Beispiel gemacht habe, mit in den Emissive oder mache das über eine Einer-Node, dass ich meine Emissive halt volle Kanne aufdrehen kann, dass sie sehr stark leuchtet und solche Geschichten. Wie gesagt, das kommt halt aufs Projekt an sich an. Das ist so die Grundbasis, deswegen habe ich für diesen Aufbau entschieden. Wir haben halt eine Textur, die wir austauschen können.
Wir haben eine, die wird mit Farbe manipuliert. Wir haben eine, die wird halt nur über die eine Note manipuliert und ist halt auch noch ein Teil von einer gepackten Textur und halt noch so ein Tileable Texture, sodass man halt von allem ein bisschen was hat. Und das könnt ihr dann halt abwandeln für eure Sachen, die ihr braucht und halt für eure Notes, die ihr braucht. Das hier unten zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, was ich jetzt bei Roughness gemacht habe, mache ich jetzt hier von der Base Color von dem Alpha-Kanal, weil da ist ja meistens die Opacity drinne. Und pack mir das halt in Opacity, dass ich sagen kann, okay, ich will Sachen haben, die halt ein bisschen transparenter sind oder Sachen haben, die sind halt nicht so stark transparent, dass man das auch hier über so eine Note einstellen kann für die Opacity. So, und das war's auch schon. Jetzt haben wir unser Maßmittel, aus dem wir den Sand ziehen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ja, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Auf Wiedersehen!